Ja, ich darf Sie, mein Name ist Jürgen Klingler. Ich bin Wahlkreiskoordinator von Dietmar-Friedhof, in dessen Räumlichkeiten wir uns auch heute befinden. Und ich begrüße Sie recht herzlich. Wir werden heute über das Thema Freiheit ist nicht verhandelbar reden. Der Hintergrund ist, dass Demonstrationen hätte stattfinden sollen von uns, von der AfD, hier in Hannover auf dem Opernplatz. Und es wurde zweimal von der Region und von verschiedenen Behörden so agiert, dass sie leider nicht stattfinden konnten, weil wir dementsprechend das Ganze nicht umsetzen konnten in diesen Voraussetzungen und in diesem Zeitrahmen, was uns gesetzt worden ist. Ich möchte in dieser ersten Demonstration, die wegen die stattfinden sollen, an Herrn Dirk Brandes übergeben, der schildert, wie die Abläufe gewesen sind. Ja, vielen Dank, Jürgen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin der Kreisverbandsvorsitzende des Kreisverbands Hannover Land und war der Versammlungsanmelder von der Versammlung letzten Freitag. Und die Berichterstattung war letzte Woche etwas konfus, kann man sagen. Was nicht in Ordnung war, war die Darstellung, dass suggeriert worden ist, dass die Versammlung hätte stattfinden können und wir dann im Grunde genommen zurückgezogen haben und die Versammlung haben platzen lassen. Und dazu haben wir eine kurze Chronologie zusammengestellt und haben das jetzt hier mal zusammengefasst in Ihrer Pressemappe, die Sie dann mitnehmen können. Und ich möchte da einige Punkte richtigstellen, nämlich wurde die Demonstration ganz normal... wurde die Demonstration ganz normal am 29.04. angemeldet und es gab erste Gespräche und eine Zusage der Polizei, dass wir bis 400 Teilnehmer die Veranstaltung auf dem Opernplatz stattfinden können. Wie Sie alle wissen, aufgrund des Infektionsschutzes ist die Gesundheitsbehörde mit zwischengeschaltet und wir konnten also nicht frei alleine mit der Polizei dort verhandeln, sondern die Behörde, die Region Hannover in diesem Fall, die Behörde des Regionspräsidenten Hauke Jagau war damit zwischengeschaltet. Und wir hatten am 7.5., nachdem schon einige Auflagen mir vorlagen, was wir also zu erfüllen haben, also sprich Mundschutz, Absperrung und diverse andere Dinge, die schon weit über das hinausgingen, was gefühlt bei anderen Versammlungen stattfindet oder wo die Auflagen entsprechend geringer ausfallen, nach unserer Auffassung. Und am 7.5. wurde diese Versammlung dann von der Region Hannover abgesagt. Und zwar mit der Begründung, dass diverse Gegenveranstaltungen geplant sind. Und diese Gegenveranstaltungen führen zu einer bedrohlichen Sicherheitslage nach Auffassung der Polizei. Und deswegen könne man unserem Begehr, eine Veranstaltung durchzuführen, eben nicht stattgeben oder nicht nachkommen. So, es erfolgten dann mehrere Nachfragen beim Verwaltungsgericht, nachdem wir am 7.5. einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Hannover eingereicht hatten, erfolgten von unserer Seite aus mehrere Nachfragen am 8.5. und um 13 Uhr haben wir dann als Vorstand entschieden, dass wir die ganze Veranstaltung absagen, und zwar mit der Maßgabe oder dem Hintergrund, dass wir Parteifreunde aus ganz Niedersachsen erwarteten und hoch bis zur Küste. Und um diese Leute nicht eben entsprechend in den Zug einsteigen zu lassen, haben wir dann gesagt, okay, wir müssen jetzt handeln in irgendeiner Art und Weise, wir können es nicht verantworten, dass die Kollegen dann hier anreisen, um dann mitgeteilt zu bekommen, dass die Versammlung nicht stattfindet. Dass dieser Schritt richtig war, haben wir dann kurze Zeit später festgestellt, weil kurz vor 16 Uhr erst vom Verwaltungsgericht die Zusage kam, dass unserem Antrag entsprechend nachgekommen wird und die Versammlung stattfinden muss. Und die Behörde, nämlich die Gesundheitsbehörde der Region Hannover, uns entsprechend dann mitteilen muss, wie die Auflagen sind. Wir können sich sicherlich vorstellen, dass es organisatorisch nicht möglich ist, wenn um 18 Uhr eine Versammlung stattfinden soll oder unsere Demonstration, dass wir dann nicht anfangen können, um 16 Uhr entsprechend den Auflagen nachzukommen.
und dann noch diese Sachen zusammenzusuchen, wie wir bräuchten zum Beispiel Desinfektionsständer oder irgendwelche anderen Dinge. So, das ist der Grund, warum wir gesagt haben, das war richtig, um 13 Uhr abzusagen. Und die Pressedarstellung, wir wären nicht gewählt gewesen, um 18 Uhr diese Versammlung zu starten, ist schlicht und ergreifend falsch. Und ich bitte darum Verständnis, dass wir darum Richtigstellung bitten. Das soweit von meiner Seite. Ja, schönen Dank, Dirk, für deine Ausführungen. Ich werde dann das Wort an Herrn Dietmar Friedhoff weiterleiten, weil er mit Sicherheit auch einige Worte dazu sagen kann und wird, denn es betrifft ihn ja auch ganz besonders, sowie auch Herrn Jörn König, der dann anschließend dazu Stellung nehmen wird. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Wir haben also die Demonstration geplant oder es ist geplant worden. Wir sind als Redner eingeladen worden, darüber haben wir uns sehr gefreut. Es ist dringlich gewesen, es ist wichtig und gut und richtig gewesen, dass diese Demonstration hätte stattfinden sollen. Gemäß unserem Motto, Freiheit ist nicht verhandelbar. Und wir sehen Deutschland gerade an einem Scheideweg zwischen Verlust von Demokratie hin zu einem Gängeln der Menschen in unserem Land. Und für uns heißt es einfach, rechtzeitig die Menschen auf der Straße zu unterstützen und da zu sein, was wir schon seit jetzt 7 Jahren sind. Wir sind immer da. Wir sind ja mit dem Euro gestartet. Wir haben die Migrationswelle mitbekommen. Wir haben die Klimahysterie mitbekommen und sind jetzt genau an der Stelle gekommen, dass jetzt Corona das große Thema ist. Und wenn wir uns die ganze Geschichte einmal ansehen, folgt hier eigentlich eine Maßgabe nach der anderen, dass die Menschen in Deutschland immer mehr Freiheitsverluste hinnehmen müssen. Und das ist einfach so. Und wir wollen da auf die Straße gehen und das gefällt natürlich verschiedenen Menschen hier in Hannover nicht, verschiedene Menschen in Deutschland nicht. Deswegen versucht man alles, um die AfD da, wo es geht, wirklich ja, an den Rand zu drücken. Man möchte uns nicht die Bühne geben. Und genau hier sehen wir einen eklatanten Verlust von Freiheit, von Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit. Und wir haben für den Termin gekämpft. Andererseits haben wir natürlich auch eine Fürsorge gegenüber unseren Mitgliedern. Deswegen war es gut, richtig und wichtig, diesen Termin irgendwann mal zu canceln. Weil wir haben bei der letzten Großdemonstration gesehen, die letztes Jahr stattgefunden hat, was das auch für unsere Mitglieder bedeutet, hier in einem Pulk von Menschen zu kommen, wo man nicht wirklich gewillt ist, auch unsere Mitglieder ordentlich zu schützen. Das heißt, hier gibt es eine gewisse Verantwortung, die wir tragen, die haben wir wahrgenommen und ist wahrgenommen worden. Da an dieser Stelle auch von mir nochmal herzlichen Dank. Und wie gesagt, wir stehen an der Seite der Menschen in Deutschland, das ist ganz wichtig. Das erkennen auch die anderen Parteien, dass wir das tun und deswegen versucht man uns natürlich, wie gesagt, mit allen Mitteln, die die Politik zur Verfügung hat, zu bekämpfen. Und wir haben, das ist der nächste Schritt, den wir jetzt gemacht haben, wir haben, weil ich auch Mitglied in der Regionsfraktion bin, haben wir jetzt auch Anfragen an die Regierung gestellt und wir wollen einfach mal wissen, welche Rolle der Herr Regionspräsident, Herr Jauger, persönlich hier trägt, um die AfD, um ihre Rechte zu beschneiden. Das möchte ich genauso sagen, um die Rechte zu beschneiden. Und wir stehen an der Seite der Menschen in Deutschland. Das werden wir tun, das haben wir getan und dafür stehen wir hier. Und abschließend, bevor ich an meinen Kollegen Jörn König gebe, es gibt keine Alternative zur Alternative, das ist für uns schon mal ganz wichtig. Und das andere ist, damit das hier auch mal ganz klar ist, die AfD ist nicht gekommen, um zu gehen, sie ist gekommen, um zu bleiben. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie da sind. Auch aus meiner Sicht, wir sind ja der Stadtverband oder der Kreisverband, auf deren Gebiet die Demonstrationen stattfinden. Wir sind auch immer gut eingebunden. Ich muss Ihnen ganz offen sagen, aus meiner Sicht ist ganz offensichtlich, die Verwaltung spielt hier Katz und Maus mit der größten Oppositionspartei im Deutschen Bundestag. Und das ist einfach nicht tragbar. Wir machen mal die Verwaltung darauf aufmerksam, dass die Steuerzahler im Land mit der höchsten Abgabenbelastung einfach ein Recht darauf haben, zügig einen Bescheid zu erhalten. Und vor allen Dingen machen wir die Verwaltung mal darauf aufmerksam,
dass Demonstrationen ein Grundrecht sind und diese nur angezeigt werden müssen, aber eben nicht genehmigt. Ja, zurzeit haben wir eine Sondersituation, dass das Gesundheitsamt Auflagen machen kann, aber auch diese Auflagen, wie gesagt, zügig und in absoluter Klarheit bitte den Demonstrierenden zuzustellen, und damit sollte das Thema eigentlich normalerweise durch sein. Ist es in dem Fall nicht. Es war ganz sicher ein gewolltes Katz-und-Maus-Spiel, um im Grunde die Veranstaltung zu verhindern. Es ist auch immer wieder sehr schön zu sehen, wie schnell die Informationen bei der Presse sind. A. Und B, ist es auch immer sehr interessant, wie schnell zum Beispiel die grüne Jugend zu einer Gegendemo aufruft. Das ist immer sehr interessant, wie gut das geht. Ich will dazu nichts weiter sagen. Ich will aber sagen, es ist wie gesagt unerträglich, dass die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag durch die Inhalte der Taktik der Behörden in ihrem Demonstrationsrecht praktisch behindert wird. Praktisch wird die Demonstration verhindert. Und ich will Ihnen noch was sagen, um das anzuknüpfen, was Herr Friedhoff sagte. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir sind die erfolgreichste Partei in der Gründung in der Geschichte der Bundesrepublik. Was meinen Sie, was wir machen werden? Wir werden in den nächsten Jahren weiter und mehr Wählerstimmen gewinnen. Und irgendwann sind wir so weit, dass wir mit 25% im Bundestag Untersuchungsausschüsse einsetzen. Und ja, da werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Lassen Sie mich noch ein paar Worte zur Corona-Krise sagen. Aus Anlass der Corona-Krise, wenn man es so nennen will, waren auch in anderen Städten eine Menge Demonstrationen los, und man hat wahrgenommen, dass nachdem Prominente, Thomas Kemmerich ist ja zum Beispiel durch die Presse gegangen, dass nachdem Prominente weg waren, die Polizei doch den Auftrag hatte, durch die Innenminister relativ hart zuzugreifen, um die Versammlungen halt zu zerstreuen. Und erst als verschiedene Bundes- und Landtagsabgeordnete der AfD sich zu erkennen gegeben haben, ging das alles wieder rückwärts, und dann wurde wieder ganz normal den Leuten ihr Demonstrationsrecht eingeräumt. Ich verweise auf die Beispiele Gera und Bad Kreuznach, wo es belegt ist. Und auch das ist ein Vorgehen, wo man eigentlich die Angst der Innenminister schon sehen kann. Und ganz praktisch, seien Sie mal ganz ehrlich, liebe Journalisten, die Corona-Krise ist praktisch vorbei. Wir haben nur noch 16.000 Infizierte, 0,02% der Bevölkerung. Die Sterbezahlen sind inzwischen über 7 Tage gemittelt bei Corona bei 50 Menschen pro Tag. Das ist sehr bedauerlich, sehr traurig. Aber ich sag mal, an jedem Tag sterben in Deutschland durchschnittlich 2600 Menschen. Und das heißt, dass wir im Grunde keine signifikante Übersterblichkeit durch Corona in Deutschland haben. Das ist sicherlich auch den Maßnahmen, so wie sie waren, geschuldet. Aber jetzt können wir wieder aufmachen, und unter Beachtung der Hygieneregeln können wir einfach weiterarbeiten. Wissen Sie, auf der anderen Seite, ich möchte nicht wissen, wie viel von den 10,1 Millionen Kurzarbeitern irgendwelche psychischen, finanzielle oder andere Probleme haben, die dann teilweise in den Suizid führen oder in andere Probleme, in Scheidungen oder ähnliches. Das wäre aus unserer Sicht nicht nötig gewesen. Gut, jetzt kann man sagen, das weiß man immer hinterher, aber zurzeit hat man den Eindruck, dass die Regierung auch ganz gut Gefallen daran findet, dass die Lage so ist, wie sie ist. Und deshalb müssen wir ja auch im Bundestag und überall auf der Straße dagegen kämpfen, dass unsere Grundrechte dauerhaft abhanden kommen. Vielen Dank. Ja, recht schönen Dank für die Ausführungen. Und ich möchte das Wort an den Bundestagsabgeordneten Dietmar Friedhoff weitergeben. Hier aus dem Wahlkreis wurde auch die Demonstration mitgeplant. Und er wird nun berichten, wie der Ablauf auch dieser neuen Demonstration vom 11.05. bis zum 15.05. sich abgespielt hat. Genau. Also nach den Erfahrungen, die wir sammeln durften in der Vorwoche, habe ich mich dann ganz kurz mit Herrn König besprochen, wie wir weiter agieren wollen. Weil wir schon sagen, die AfD muss bei den Bürgern auf die Straße, wir wollen uns zeigen. Andererseits wollten wir auch ganz klar mal aufzeigen, wie hier mit uns taktiert und gespielt wird. Und das war, müssen wir auch so sagen, genau das war auch das Vorhaben dieser Aktion, die wir jetzt gemacht haben, einfach mal zu gucken, was passiert hier und wird das wirklich politisch gespielt. Und so haben wir am 11. Mai die zweite Demonstration angemeldet, und zwar direkt bei der Polizei, und zwar für den 15. Mai wieder Opernplatz in Hannover, 18 Uhr.
Interessant ist hier, dass die Anmeldung so gegen 19 Uhr rausgegangen ist. 9 Uhr, 10 Uhr war sie raus. Wir haben angerufen, die ist angekommen, wurde uns bestätigt. Interessanterweise, und jetzt wird es wirklich interessant, ist es so, dass wir diese Information, dass wir eine weitere Demonstration planen, nicht intern kommuniziert und auch nicht gespielt. Und 2 Stunden später schrieb dann schon die Zeitung in Hannover, dass die AfD eine weitere Demonstration plant und dass es wieder Gegendemonstrationen gibt, Bund gegen Braun und Oma gegen Rechts und was weiß ich, und die alle von den Grünen wieder ganz weit vorne. Hier möchte ich mal ein Komma setzen, und zwar finde ich es schon sehr merkwürdig und auch besprechungswürdig. Da würde ich dann ganz gerne mal die Ratsfraktion der AfD in Hannover mal mit auf den Plan rufen, dass der oberste Verwaltungsherr in Hannover, der Oberbürgermeister, sich hier auch instrumentalisieren lässt und hier auch ganz klar gegen demokratisch gewählte Parteien fungiert. Und das müsste man auch wirklich mal besprechen, deswegen auch hier, welche Rolle spielt auch der Oberbürgermeister hier in Hannover neben dem Herrn Regionspräsidenten, und da wir jetzt auch über die Polizei sprechen, welche Rolle spielt der Innenminister hier bei der ganzen Geschichte? Gut, kommen wir dazu weiter. Also 10 Minuten später tickte das Ganze dann auf, dass die AfD eine weitere Demonstration plant. Daraufhin hat der Klingler bei der Polizei angerufen und gesagt, wie kann das sein? Daraufhin wurde gesagt, ja, von uns kann das nicht kommen. Jetzt haben wir wieder Rücksprache mit der Presse gehalten und die hat bestätigt, die Information kam definitiv von der Polizei. Und das kann so nicht sein. Also das kann wirklich nicht sein. Und wenn die Polizei sie schützen will, in dem Sinne, dass sie gewisse Demonstrationen erstmal in ruhige Fahrwasser bringt, weil letztendlich steht die Polizei ja zwischen den Fronten, fragt man sich schon, warum sich die Polizei hier instrumentalisieren lässt. Weil letztendlich steht der Beamte, der mit Sicherheit auch gegen unsere Demonstration gar nichts hat, wirklich im Feuer und genau dazwischen. Und hier sieht man auch, und das sind die Erfahrungen, die Herr König ja auch gerade beschrieben hat, dass die Polizei politisch instrumentalisiert wird. Und das ist ja das, dass wir Hochachtung zollen von den Beamten, die an vielen Stellen in Deutschland schon ihre Helme absetzen, sich zu der Bevölkerung stellen, weil auch die Polizei ist das Volk und die Polizei hat das Volk zu schützen. Darum geht es ganz klar. Der weitere Werdegang ist, dass wir am 14., sprich gestern, dann die Bestätigung bekommen haben, dass wir demonstrieren dürfen. In der Zwischenzeit, ganz interessant, hat die Polizei überlegt, dass man die AfD ja gar nicht am Opernplatz demonstrieren lassen möchte, ja vielleicht am Expo-Gelände. Das heißt, bloß raus mit der AfD. Da haben wir wieder lange telefoniert, wie kann das denn sein? Allein das überhaupt so zu spielen, ist schon ein Unding. Dann wurde um 14 Uhr X bestätigt, ihr dürft, aber wir müssen noch auf die Auflagen warten. Die kam dann auch mit einem 10-seitigen Papier, mit Rechtsbescheid und Auflagen. Also wir stellen Ihnen die Auflagen gerne mal zur Verfügung, was man da alles beachten muss. Also kaum möglich und vor allem gar nicht in der Zeit, dass wir diese Demonstration heute sinnig auch wieder zum Schutz unserer Mitglieder durchführen können. Und deswegen haben wir auch diese Demonstration abgesagt. Wenn ich mir das Papier durchlese, und wir haben es das ja lange, wir haben es durchgearbeitet, und vergleiche mal die Vorgaben, die man uns heute oder gestern zugestellt hat, mit den Auflagen, die ich letzte Woche wahrgenommen habe am Opernplatz bei den Gegendemonstrationen, dann klafft da anscheinend ganz weit was auseinander. Ja, das heißt, wir hätten mit Trassenbändern und Absperren und Hygiene und Atemschutzmasken und Kreide am Boden und was weiß ich nicht alles, eine Sicherheitskraft pro 10 Teilnehmer. Und dann komme ich am Opernplatz und sehe eine Gegendemonstration und dann sehe ich irgendwie Love Parade oder was weiß ich was das war, ich weiß es nicht, aber da klaffen doch Anspruch und Wirklichkeit relativ weit auseinander. Und deswegen sagen wir, auch hier wurde auf Zeit gespielt, hier wurde ganz bewusst und ganz klar uns alles an Stein in den Weg gelegt, was maximal möglich war. Und diese Auflagen sind die größte Frechheit schlechthin. Wir beobachten das dann morgen natürlich auch nochmal, was in Hannover los ist. Ich denke, wir fahren dann gleich auch nochmal zum Opernplatz, werden uns das dann mal angucken, wie der Staat dann vor Ort das natürlich durchsetzt. Also ich gehe davon aus, es werden ganz viele Flatterbänder da sein, Kreide am Boden, Hygienespender und was weiß ich. Das heißt, da werden wir uns gleich mal live einen Eindruck machen, das mal dazu. Also politisch gesehen haben wir eins getan. Und das, denke ich, war unser gutes Recht, einfach mal zu zeigen, dass die AfD hier versucht wird, mit allen Mitteln, die möglich sind, wirklich aus dem politischen Geschäft rausgehalten zu werden. Und das ist das, was wir auch in Berlin wahrnehmen, das ist, glaube ich, das, was die Landtagsfraktion wahrgenommen wird. Hier versucht ein Staatsapparat, Demokratie zu verhindern. Und anders kann man das gar nicht mehr sagen, oder? Hier versucht ein mit allen Mitteln.
Und wir werden eins tun mit allen Mitteln, dagegen auch nicht mit allen Mitteln, also zumindest mal mit verbalen Mitteln. Demokratischen Mitteln. Ja, genau, mit allen demokratischen und zur Verfügung stehenden Mitteln alles Mögliche demokratisch tun, damit nämlich genau wieder das Recht ins Parlament Einzug hält und vor allem es die Menschen in Deutschland auf der Straße auch wieder ihre Freiheit genießen können. Und ich glaube, Herr König wird dann noch kurz. Ja, ich habe eigentlich nur hinzuzufügen, das ist, liebe Journalisten, es ist geradezu rührend, wie sich die Verwaltung um AfD und konservative und AfD-nahe Demonstranten kümmert mit diesen tollen Gesundheitsauflagen, damit uns gar nichts passiert. Und man könnte schon fast sagen, das ist eine mangelnde Fürsorgepflicht gegenüber den Gegendemonstranten, dass die Polizei denn diese ähnlichen Auflagen durchsetzt. Ich gehe mal davon aus, die Gegendemonstranten sind genauso Menschen wie unsere Demonstranten und sind genauso anfällig für den Coronavirus. Insofern ist diese Ungleichbehandlung ja schon sehr merkwürdig, und ich würde an der Stelle der Gegendemonstranten doch da wirklich dafür sorgen, dass ich dieselben Auflagen wie die fürsorglichen Auflagen der AfD halt bekomme. Gut, Sie können jetzt den Ironie-Button daran machen oder eben halt nicht. Sie merken, das ist halt alles ein bisschen komisch, dass die einen so behandelt werden und die anderen so, und genau das ist das, was wir in der Demokratie halt nicht wollen. Und ich betone es nochmal, Sie haben die Hoffnung, oder viele haben die Hoffnung, dass die AfD ein vorübergehendes Phänomen ist. Gehen Sie einfach an die Stadt und zählen ab. Jeder Achte hat uns gewählt. Wir sind tief im Volke verankert. Vielen Dank. Wenn ich darf, dann möchte ich nochmal ganz abschließend von meiner Seite, und dann übergebe ich an Herrn Brandes, nochmal eins bitte feststellen, dass das auch richtig rübergekommen ist. Wir von der AfD wissen selbstverständlich, dass die Beamtinnen und Beamten der Polizei auf der Seite der Menschen in Deutschland steht. Das wissen wir. Wir wissen aber eben auch, dass die Polizistinnen und Polizisten ganz einfach instrumentalisiert werden durch die Führungskräfte der Polizei, weil das eben alles politisch instrumentalisiert wird. Das sind Führungspositionen, die auch politisch besetzt werden. Das ist uns alles klar. Und deswegen sollte jeder Polizist ganz tief in sich reinhören, was er denn tut, wenn so ein Befehl kommt und eine gewisse Gewaltbereitschaft dann eben aus Volk ausgeübt wird. Und die Menschen einfach nur noch schreien, was macht ihr da? Auch ihr seid das Volk. Und bitte, bitte, Helm ab, blickfrei zu ihren Bürgerinnen in Deutschland, zum Volk, weil ihr seid das Volk und ihr müsst das Volk schützen. Darum geht es eigentlich. Dankeschön. Ich möchte noch mal ganz kurz das Wort Ungleichbehandlung auffassen von dir, Jörn. Und zwar ging es darum, Ungleichbehandlung, insofern muss man sich noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben ja von der Polizei die Einschätzung der Lage vor Ort mit den Gegendemonstranten und der Demonstration der AfD von letzter Woche Freitag. Und da ging ja ganz klar daraus hervor, wie diese Gefahrenlage entsprechend eingeschätzt wird. Und zwar, dass die Gewaltbereitschaft, das fand ja leider in Ihren Berichten auch keine große Erwähnung, nämlich, dass die Gefahrenlage, die dort dazu führt, dass die AfD-Demo untersagt wurde, das Gefahrenpotenzial, von welcher Seite das ausgeht. Ja, und die Namen sind ja schon gefallen, Grüne Jugend, Grüne, Verdi sollte da kommen, der Oberbürgermeister der Stadt Hannover spricht dort. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass von diesen Menschen eine Gefahrenlage ausgehen soll. Ja, gewalttätiger Art, das ist da dokumentiert in diesem Bericht. Und da würde ich mir natürlich auch eine gewisse Erwähnung in der Presse wünschen. Vielen Dank. Ja, schönen Dank für die Ausführungen. Ja, liebe Presse, ich hoffe, dass Sie objektiv auch mal berichten, wie die Abläufe tatsächlich sind und dass es nicht immer so in der Presse dargestellt wird, ja, wie wenn die AfD sich hier nicht an Recht und Gesetze hält, sondern wir sind die Partei, die genau für die Demokratie steht und die auch für die Freiheit steht. Deswegen ja auch der Slogan bzw. das, wo wir stehen, Freiheit ist nicht verhandelbar, und ich glaube, das braucht hier Deutschland nun ganz besonders, denn wir sehen einfach, dass unsere Freiheit, dass unsere Demokratie in großer Gefahr ist. Und deswegen ja nochmal vielen Dank und schönen Dank für die Ausführungen. Herr Klingler, wenn ich nochmal ganz kurz darf. Bitte. Ich möchte nochmal ganz kurz bei Herrn Brandes einhaken. Also es gibt eine Gefahrenbeurteilung, eine Gefährdungsbeurteilung gegenüber der Polizei. So habe ich das verstanden, richtig? Von der Polizei. Ja, die Beurteilung, genau.
Und die Polizei hat gesagt, dass in Zeiten von Corona und Sonderregelungen die Polizei sich praktisch in gewissem Maße durch Corona bedroht fühlt, weil es durch praktisch Aggressionen sein kann, dass die Distanz unterschritten wird und es zum Anhusten, Anspucken kommt. Das ungefähr steht ja so da drin. Das ist ja die Bewertung. Und jetzt ganz klar festgehalten, die Beurteilung hat eine Tabelle von 1 bis 10. Von der AfD geht eine Gefährdung aus von 2, also praktisch keine, und von den Gegendemonstranten von 8. Das heißt, die Gegendemonstranten üben die Gewalt aus, wo die Polizei sich anscheinend vor schützen kann. Wir aber, die eigentlich nicht Gefährdungspotenzial haben, werden mit hohen Auflagen bedacht und man macht es uns schwer, quasi, dass wir es absagen. Das heißt, für wen hat denn jetzt der Staat die Straße freigemacht? Für Menschen, von denen das Gefährdungspotenzial ausgeht. Und das sollte uns alle mal zum Nachgehen. Was hier wirklich passiert ist, das ist schon ein starkes Stück. Nochmal, die Unterlagen sind alle da. Wir geben das ja in der Pressemappe gleich weiter. Wir werden das auch mal online stellen. Kann gerne jeder nachlesen. Also da sind Herr König und ich uns wirklich einig, dass hier etwas passiert ist. Und das bedarf hier in Hannover, in der Region, in der Stadt und auch im Land, bedarf das einer wirklich politischen Aufklärung. Ja, ja. Ja. Ja, schönen Dank, Herr Friedhoff. Herr König, bitte auch. Ja, ich will es mal auf den Punkt bringen. Solche Vorgänge sind natürlich sind das Recht des Stärkeren. Und das ist das Ende des Rechtsstaates. Ja? Wenn jemand, der aggressiver ist, einfach nur aufgrund seiner Aggressivität im Grunde gewinnt. Das ist das Recht des Stärkeren. Und das Recht, damit ist das Recht, so wie wir es kennen, im Rechtsstaat aufgelöst. Und ich wiederhole, was der heilige Augustinus mal gesagt hat: Nimm das Recht weg. Was ist der Staat denn noch anderes als eine Räuberbande? Ja, schönen Dank den Herren für die Ausführungen, für die Darstellung. Und ja, wir beenden. Ja, Fragen, ne? Also, ich glaube, wenn es noch Fragen gibt, bitte, dann jetzt ist Zeit und Gelegenheit dafür. Ja.